Wir sind in den Advent eingetreten. Die Kerzen auf dem Adventskranz sind ein Zeichen für das, was diese Zeit ausmacht oder was sie doch jedenfalls ausmachen soll, nämlich, dass es in dieser Zeit heller wird, dass wir spüren, wie Jesus uns näher kommt und dass wir uns bereit machen, ihn zu empfangen. Advent, das ist die Zeit der Ankunft und das ist auch eine Zeit der Erwartung. Die Zeit, in der Gott zuerst Mensch wurde vor 2000 Jahren, das war auch eine Zeit der Erwartung. Das Volk Israel lebte unter der Fremdherrschaft der Römer und die Menschen haben sehnsüchtig gewartet auf einen Befreier. Damals gab es viele, auf die sich die Hoffnung gerichtet hat. Jesus war nur einer von vielen Predigern und charismatischen Männern, von denen sich die Menschen seiner Zeit Rettung und Befreiung erwartet haben. Wem aber sollte man glauben? Wer war der richtige und der wahre Befreier? Wer war wirklich von Gott selbst geschickt? Und wer hatte sich nur selbst zum Messias ernannt? Jesus kannte diese Verwirrung in den Herzen der Menschen und so wollte er ihnen helfen, ihn als den wahren, den echten Befreier zu erkennen. Und er will auch uns heute den Weg zeigen, ihn in unserem Leben zu erkennen und ihn wirklich in unsere Herzen und in unsere Häuser einzulassen. Nicht anderen Erlösern hinterherzulaufen, von denen es in unserer Zeit auch noch genügend gibt, sondern ihm, dem wahren Befreier und Erlöser. Seid wachsam, sagt Jesus den Menschen seiner Zeit und das sagt er auch uns heute. Und das heißt, prüft, was euch im Leben begegnet, überlegt sorgfältig, auf wen und auf was ihr eure Hoffnung setzen wollt. Gerade jetzt, die Zeit des Advent, ist für uns eine gute Gelegenheit, unsere Wachsamkeit zu schärfen, unsere Wege zu überdenken, unseren Blick neu auf Jesus und auf sein Kommen auszurichten, falls wir das vielleicht in den Wirren des Alltags und des vergangenen Jahres ein bisschen aus dem Blick verloren haben. Also schärfen wir unsere Wachsamkeit. Wir sollen wachsam sein gegenüber uns selbst und es wieder werden. Aber wir sollen auch wachsam sein gegenüber unseren Nächsten, den Menschen, die mit uns leben. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt uns Jesus, und deshalb beginnen wir mit uns selbst, wenn wir über Wachsamkeit nachdenken. Der Advent, der lädt uns ein, zur Ruhe zu kommen, den Lärm des Alltags für eine Weile auszusperren. Ist oft leichter gesagt als getan, denn gerade jetzt in der Zeit vor Weihnachten und am Jahresende ist vieles noch besonders stressig und viele Aufgaben wollen noch erledigt sein, aber versuchen sollten wir es dennoch, so gut es eben geht. Und vielleicht kann uns ja gerade die Hektik und auch die Erschöpfung manchmal deutlicher spüren lassen, wie sehr wir uns eigentlich nach einer Zeit der Ruhe sehnen und wie gut uns eine Pause tut. Wir brauchen eine Zeit der Einkehr und der Stille zumindest einmal im Jahr. Und das nicht nur, damit wir neue Kräfte tanken und dann so weitermachen wie zuvor, sondern damit wir unsere Kraft und unsere Zeit für mehr Wachsamkeit einsetzen. Denn wenn ich wirklich in mich hineinhöre, dann werden mir unweigerlich alle Probleme und alle schwierigen Seiten meines Lebens mitbewusst. Und diese dunklen Seiten, die darf ich in das helle Licht des Advents stellen, in das wachsende Licht des Advents und darf daran arbeiten, auch diese dunklen Seiten heller zu machen. Wachsam sein, wie Jesus uns das anrät, das heißt auch, ich soll nicht so bleiben, wie ich bin, sondern ich soll mehr so werden, wie ich es im tiefsten Herzen ja eigentlich sein will, nämlich geduldiger und liebevoller, großzügiger und selbstloser. Und jetzt ist die beste Zeit dafür. Denn Gott kommt uns ganz nah und er wird ein Mensch wie wir, das werden wir an Weihnachten feiern. Das heißt auch, er kann uns wirklich verstehen, bis ins Innerste hinein, auch in den Schattenseiten unseres Herzens.
Es gibt keinen Grund, sich vor ihm zu verstecken, denn er kommt uns zu Hilfe, wenn wir uns ändern wollen, wenn wir mehr so werden wollen wie er. Dazu sind wir am Advent eingeladen.